Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ich zeige euch heute ein weiteres Produkt aus dem Hause Too Extreme. Wenn du wissen willst, was es für eins ist, dann bleib dran. So, da sind wir wieder. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, handelt es sich heute um eine 3-Backen-Kupplung von Too Extreme. In dieser Version, wie wir sie hier liegen haben, in der Ausführung für Minarelli 107 mm. Im Lieferumfang ist dabei einmal die Kupplung, einmal rote Federn, harte Variante, und einmal blaue Federn, weiche Variante. Und ein Federteller für die Gegendruckfeder. Jetzt werden viele von euch sagen, gut, aber was macht denn die Kupplung besonders oder anders? Das kann ich euch verraten. Und zwar ist diese Kupplung einstellbar, stufenlos. Wie das funktioniert und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Dann drehen wir die Kupplung einmal um und dann seht ihr hier auf der Rückseite 3 Mechanismen, mit denen ihr dann quasi eure Federn fein einstellen könnt. Das heißt also, ihr könnt eure Einkuppeldrehzahl einmal über den Härtegrad von euren Federn bestimmen und zusätzlich, sollte der Härtegrad zu hart oder zu weich sein, könnt ihr das Feintuning über diese Mechanismen nachjustieren. Wie der Mechanismus funktioniert, zeige ich euch auch noch. Dafür drehen wir die Kupplung wieder um. Dann seht ihr auf dieser Seite 3 Innensechskantschrauben. Das wären dann in diesem Falle diese hier. Könnt ihr euer Mechanismus quasi dann verstellen und eure Federn somit noch härter oder wieder weicher machen. Je nachdem, wie ihr es braucht. Achtung, dazu zu sagen ist, bitte nicht verwechseln mit diesen Schrauben. Die sind nicht dafür da. So, das war's zur Racing-Kupplung von Too Extreme. In der Minarelli-Ausführung 107 mm, da gibt es noch zu beachten, Minarelli hat bis 98 eine 2-Backen-Kupplung verbaut mit 105 mm und ab 98 eine 3-Backen-Kupplung mit 107 mm. Welche ihr braucht, müsst ihr natürlich nachgucken. Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das wechselt, also sprich die Kupplung oder die Glocke oder den Wandler oder die Feder, da verlinke ich euch hier oben nochmal ein Video, wie das funktioniert. Und ansonsten hoffe ich, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Den Artikel verlinke ich euch unten in der Beschreibung und schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie ihr mein erstes Video fandet oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wäre sehr hilfreich. Ich danke euch. Tschüss!